immer wieder Bibelverse, die meine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Auch wenn ich sie schon länger nicht gelesen habe, ist es doch so, dass sie mir ganz tief ins Herz fallen und ich immer wieder darüber nachsinne. Einer davon ist der, den Paulus schreibt, und der ist so ein bisschen wie ein Ziel, auf das ich mich hinbewege. Paulus schreibt uns: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz, die Krone der Gerechtigkeit, den der Herr der Gerichte Richter mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Und nicht allein aber mir, sondern euch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Nun habe ich drüber nachgedacht, wieso schreibt Paulus denn von einem guten Kampf? Was kann an einem Kampf denn gut sein? Denn eigentlich schmeckt doch nur der Sieg gut. Den Sieg möchten wir alle, aber wir wollen nicht so gerne kämpfen. Ich denke, Paulus hatte ein besonderes Beispiel vor Augen, nämlich vielleicht einen Sportler. Wie ist das bei Sportlern? Sportler trainieren jeden Tag. Sportler trainieren oft über die Schmerzgrenze hinweg. Sie wollen unbedingt den Sieg haben. Und sie wissen ganz, ganz tief in ihrem Inneren, ohne dieses Training, ohne dieses Vorbereiten, ohne auch wirklich sich in der Ernährung darauf vorzubereiten, werden sie den Sieg nicht haben. Ohne das werden sie nicht den Gegner überwinden. Und sie sind total fokussiert darauf, dass sie diesen Sieg erringen werden. Und sie werden alles tun, um diesen Kampf zu gewinnen. Sie sind in der Auseinandersetzung ganz scharf hinterher, dass sie sich trainieren, dass sie stark werden, dass sie unbedingt diesen Gegner überwinden wollen. Bei den Leichtathletikmeisterschaften 2017 wurde ein Sportler gefragt, eben wie er zu diesem Sieg gekommen ist. Und er sagte: Oh, ich wollte nicht 80% nur geben, sondern ich wollte 100% geben in dem Kampf, damit ich den Sieg haben werde. Das hat mich ganz neu angesprochen in meinem geistlichen Leben, in dem Leben mit dem Herrn, in der Beziehung mit dem Herrn. Und ich habe gedacht, wir sind als Christen, als gläubige Kinder Gottes so oft zufrieden mit 80%, mit 50%. Und dann erleben wir, dass der Sieg so lange auf sich warten lässt, dass wir nicht gut trainiert sind. Und der Herr sagt: Ich will dich trainieren. Ich will dich lehren, dass du den ehernen Bogen spannen kannst. Ich will dich lehren, dass du die Pfeile, die im Dunkeln fliegen, abwehren kannst. Ich will dich lehren, dass du mein Wort wie ein Schwert gebrauchst. Ich will dich trainieren. Und dieses Trainieren ist etwas, was wir oft auch so mit: Ach, jetzt schon wieder. Und wir müssen uns wirklich selbst dazu aufrufen, dass wir sagen: Ich habe hier einen guten Kampf zu kämpfen. Ich habe hier einen Lauf zu laufen. Ich habe die Verheißung, dass ich eine Krone bekomme, dass ich eine Krone erringen werde, dass es hier wirklich um einen Preis geht. Und dass ich in diesem Training nicht nachlasse. Ich bin fokussiert auf den Sieg, aber ich weiß, dazu gehört Training. Dazu gehört es, dass ich in dem Wort Gottes mich auskenne, dass ich dieses Schwert, das Wort Gottes, auch richtig führen kann. Dass ich lerne, diesen Bogen zu spannen und dass ich es lerne, diese Pfeile, die im Dunkeln fliegen, abzuwehren, dass sie nicht einen Brand in meinem Herzen entfachen können. Ich möchte dich aufrufen, heute, gerade jetzt: Bleib in dem Training mit dem Herrn beständig. Bleib hinterher, sei hinterher, dass du wirklich dich stark machst in Gott, damit du in den Sieg kommst. Der Sieg gehört dir, die Krone gehört dir. Gott hat mehr für dich.